E-Sport ist Sport und sollte gefälligst endlich mal auch von dem Olympischen Deutschen Komitee in Deutschland anerkannt werden als Sportart. Do it! Just do it! Moin liebe Freunde, was geht ab? Wir sind immer noch auf der ESL One in Frankfurt. Hier wird gerade draußen die Semifinals an Dota ausgetragen. Ich sitze jetzt aber neben der Katha. Hi. Stell dich doch kurz mal vor und sag, was du machst. Hi, ich bin Katha. Ich bin im Moment bei der Heute Plus beim ZDF, ja, öffentlich-rechtlich. Und da mache ich auch ein bisschen was zu E-Gaming und E-Sport. Ihr habt wahrscheinlich, oder wenn nicht, dann solltet ihr mal in der Infobox nachgucken, ein Video gesehen vom ZDF, das sich mit dem Thema E-Sport sehr, sehr kontrovers auseinandersetzt. Ganz kurz zusammengefasst. Was sagt ihr da über den E-Sport? Die Community, was ich so gesehen habe, wird halt wirklich heiß, aber auch kontrovers diskutiert. Ihr habt als erstes den Punkt natürlich, in der Vergangenheit hat das ZDF mit diesem ganz berühmten Frontal 21-Beitrag mal sehr, sehr negativ über Killerspielspieler und Stubenhocker geredet. Wie kam dieser Wandel, wie kam diese Idee zu sagen, okay, E-Sport nehmen wir jetzt mal so als ernstes Thema auf? Ganz ehrlich, ich glaube, das hängt sehr von den Personen ab, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und wir hatten einfach Glück, die richtige Zeitpunkt, die richtigen drei Vollnerds sind aufeinander getroffen und haben entschieden, boah geil, eigentlich wollten wir das immer schon mal machen. Ich nerv eh schon alle irgendwie seit Jahren mit dem Thema und jetzt bin ich auf den richtigen Chef getroffen und der hat gesagt, geile Sache, mach das doch mal und ich hätte auch gern von dir eine Meinung dazu und eine Haltung. Du spielst selber? Ja. Yeah. Was spielst du? Ich spiele eher Adventure und Rollenspiele. Ah, okay. Also The Elder Scrolls, Uncharted 4 im Moment leidenschaftlich, ich nehme mich auch etwas Mühe. Fallout 4 und 3 natürlich, das ist liebe ich. Bioshock, solche Sachen. Und Kontakt mit E-Sports, so Titel wie LOL, CSGO, Dota, hast du damit schon mal Erfahrungen gesammelt? Persönlich ich selber nicht, ja. Aber halt viele meiner Kumpels spielen das. Also die meisten meiner Kumpels spielen World of Tanks. Mhm. Ist ja auch. Ist ja aber groß kompetitiv, ja, genau, ich wollte gerade sagen. Ist auch E-Sport. Oder mehr in die Richtung was Sachen, so halt World War 2 Sachen oder so, läuft da ganz gut. Von daher, da kenne ich mich zwar persönlich selber vom Gameplay nicht so aus, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es halt eine große Sache ist und auf jeden Fall wichtig, weil gehört dazu. Ihr seid jetzt schon ein relativ strukturiertes Team. Ich habe von euch schon ein paar Leute hier rumlaufen sehen. Ja. Was ist so der Plan mit E-Sport? Was sagt sich so das ZDF, da wollen wir langfristig hin? Ja, also Heute Plus müsst ihr vielleicht wissen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist der junge oder ein bisschen investigativere Ableger vom Heute-Journal. Und wir haben, das Prinzip ist eigentlich, wir wollen ein bisschen weitergehen. Weiter als das, was du klassischerweise in den Medien hast. Und das bei jedem Thema. Und E-Sport ist halt ein Thema zum Beispiel, wo wir das Gefühl hatten, da wurde noch nicht ausreichend drüber berichtet, auch noch nicht kritisch oder unkritisch genug. Also einfach, dass man mal auf alle Seiten zu Wort kommen lässt. Und deswegen war E-Sport jetzt ein ganz wichtiges Thema, was wir angepackt haben. Und ich glaube, bei Heute Plus wird da auch noch einiges zu kommen. Das ist jetzt so der erste Schritt und wir wollen mal gucken, wie es läuft. Mhm. Und wenn es gut läuft, dann wollen wir noch mehr in die Richtung. Also quasi der Beitrag jetzt als Start. Genau. Und jetzt mit der eigenen Community wachsen in dieses Thema hinein. Genau, genau. Auch dass man auch ernst genommen wird. Dass ihr nicht denkt, das ist jetzt wieder irgendein Reporter, der keine Ahnung hat vom Thema und der euch irgendwas erzählen will. Ihr wisst am allerbesten irgendwie, was es mit dem Thema auf sich hat. Was sollen wir euch da erzählen? Wir wollen aber einfach auch die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen. Da gibt es eine Industrie, da gibt es Leute, die haben da eine Begeisterung für und das sind weder irgendwelche Amokläufer noch irre. Nerds. Meiner Meinung nach eine richtig, richtig coole Sache. Wenn ihr da mehr vom ZDF sehen wollt, ich packe den Link euch mal unten in die Infobox, da auf jeden Fall mal vorbeischauen und sich das Video angucken, besonders wenn ihr es noch nicht kennt. Ich denke mal, da kann man auch vom Event hier in Frankfurt gerade noch so einiges mitnehmen und einiges sehen. Guckt da mal auf jeden Fall vorbei, bestellt schöne Grüße. Katha, danke schön für die Zeit. Danke dir. Und wir schauen uns noch ein bisschen das Event an. Ja.